Hi, ich bin der Günther, ich mach's deiner Bude. Ich tue es mir wieder an und hoffe einfach, dass es nicht zu schnell abstürzt. Es geboostet steht, geboostet ist. Ansonsten bin ich hier. Alles klar, was ist denn das für eine Verarsche? Warum steht denn das dann da? Egal, Pfeile sowieso, die hätte ich so oder so mitgenommen in dem Modus. Der spielt so Lockbait. Okay, aber eine seltsame Form. Okay, der Mega-Ritter. Das Koboldfass meine ich, Lel. Wird ein bisschen nerven. Aber die regelt die Raketenschützen. Ich sag's, wie es ist. Ich hab die Challenge, weil ich wecke war, jetzt zwar. Oh mein Gott, wie schlecht von ihm. Ich habe die Challenge jetzt zwar nicht aufgenommen, weil ich weg war, wo man die zum ersten Mal freigeschaltet hat, die Draft Challenge. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das könnte meine Hasskarte im Spiel werden. Die ist so nervig. Und man merkt auch, der Gegner hat auch keine große Ahnung, wie man gegen die vorgeht. Hat er schon aufgegeben? Wirkt so. Aber gegen meinen Skill braucht man es ohnehin nicht versuchen. Also ich habe jetzt auch den Rest, wie ihr vielleicht bemerkt habt, von der 2019 Challenge nicht geuploadet, weil da waren zu viele Dateien, die dann wieder kaputt gegangen sind. Hier werde ich auch wirklich ganz arg auf Nummer sicher gehen, auch wenn es dann viel schneide. So, nächste Runde. Schade. Hat nicht die Feuerwerkerin gezogen. Der Typ hat schon ziemlich viel gezockt, die Saison. Der hat schon den Turmskin. Ich habe noch nicht mal den Emote. Uff, gleich zu Beginn kritische Situation. Hier sieht man eine gute Nutzung für die Feuerwerkerin. Sie hat die ganze Zeit das Musketier mitgehittet. Und jetzt eben der Knockback, den sie bekommt. Die Karte kann halt wirklich saustark sein und vor allem saunervig als Gegner. Jetzt geht der Dark Prince an Tower, die haut währenddessen das Dragon Baby kaputt. Mit den Pfeilen habe ich das auch gedefft. Und schon habe ich einen guten Lead. Ich will mir den Inferno-Turm aufheben. Und ich habe gehofft, dass er einen Zap hat. Dadurch wird das jetzt problematischer für ihn. Okay, die Bats werden ganz gut regeln, aber man hat gesehen, nicht gerade perfekt. Ah, sogar zwei Hits. Und er erwartet halt jetzt auch nicht den Inferno-Turm. Das heißt, es kann gut sein, dass er einfach mit dem Royal Giant gleich reinrennt. Ganz weirdes Musketier. Hallo? Hast du gerade dein Gehirn deaktiviert? Er dürfte halt keinen Zap haben. Ich mach's so. Ich lasse die Feuerwerkerin da ihren Spaß haben. Habe ich schon mal erwähnt in meinen Videos, dass ich Walküre hasse, aber der Turm ist weg. Er wird so einen Hogrider hier drüben bringen. Überlege, könnte ich es schaffen, den Tower zu halten? Die Walküre war zu erwarten.
Die Bombe wird schön ballern. Der Hock wird nichts erreichen. Er könnte jetzt noch versuchen, Royal Giant an die Bridge zu bringen. Aber nicht nur zeitlich würde der nicht reichen, sondern auch gegen diese Defensive könnte er nichts ausrichten. Und damit stehen wir 3-0. Mein Deck funktioniert. Und direkt weiter. 4 Siege Hammer. So, 9 Siege gibt's insgesamt. Bisher läuft's ja ganz gut. Auch wenn ich sagen muss, die gegnerischen Decks bisher missfallen mir ziemlich. Genauso wie die da gerade. Er hat noch das Gedöns. Nein, ich hasse es. Das hasse ich, diesen Knockback. Aber trotzdem worth it. Ich habe kaum Damage genommen und der King Tower. Mit der Karte kann man den King Tower halt eigentlich sau einfach aktivieren. Oh Gott, der spielt... Ah, Chanoch. Hilfe, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock. Das wirkt wie irgendein billiges, keine Ahnung. Aber ein sehr billiges, keine Ahnung. Die cleart ja wohl die Skami genügend. Da kann dich dein Knockback auch nicht vorretten, vor dem Ding da. Riesenskelettbombe hilft. Tschüss. Der nervt jetzt schon. Hilfe. Er wird eine Skami bringen. Und das war das Placement. Das hat er auch noch Bats. Der hat auch noch Bats. Was ist mit dem? Der hat einfach so ein ganz hässliches, billiges Cycle-Deck. Das wird mein erster Lose, da bin ich mir relativ sicher. Spiel dann Ritter. Okay, das Timing war nicht perfekt. Hör mal auf, meinen Turm zu hitten, bitte. Der hört mit gar nichts auf, der hässliche. Ich werde die Pfeile nicht spielen jetzt. Schlechte Bats. Aber Schaden tut's ihm nicht. Ne, ich komme nicht durch, Punkt. Ich habe keine Schnitte. Der spielt noch einen Royal Giant. Du willst mich schon flachsen, oder? Kannst du vielleicht noch ekelhafter sein? Das ist einer der ekelhaftesten. Das war's. Der scheiß RG im Rage. Und jetzt cycelt er zum Holz. Was ein Abfall! So ein hässlicher Typ! Was soll das denn?
ganz fragwürdiger Holzfäller. Wo wir gerade bei fragwürdig kommen. Jetzt noch. Ihr könnt mich doch alle mal im Viereck am Arsch lecken. Er hat keinen Nader, oder? Er hat keinen Nader. Ehrenhaft. Ich wollte gerade sagen, Wettner bringt jetzt einen Holzfäller. Hat der schon wieder genug Elixier für einen Loon? Dann ist mein Turm down. Loon Freeze, Alter. Ich krieg gerade echt nur den Abschaum der Gesellschaft. Und nee, ich bin nicht salty. Das wirkt nur so. So ein billiger Royal Giant Psychic Kick, gegen den ich noch fast gewinne. Und dann Loon Freeze. Das brauche ich für die Confidence. Ich glaube, mein Play war besser, da der Magier stirbt. Jetzt das und er hat wieder Bats. Aber die reichen nicht. Ich wollte den Holzfäller predikten, aber wenn er stattdessen gar nichts setzt, habe ich da auch nichts gegen. Er scheint aufgegeben zu haben. Bitte tu's. Tu der Menschheit einen Gefallen und lass es sein. Danke. Gott, Jesus Christus, gleich geht's weiter. Diese Quest mit Gewinne mit Feuerwerkerin kriegt man, wenn man diese Challenge zockt. Ja, wohin? Jawohl, da war eine Feuerwerkerin. Jetzt hier auf die Heilerin, nicht auf die Heilung, auf die Heilerin, schade. So, jetzt kommen auch nur noch zumindest halbwegs gute Belohnungen. Eine Niederlage haben wir bisher, die war richtig mies. Wenn wir dabei auch bleiben. Muss denn jeder hässliche Hog Rider spielen? Ich glaub's nicht. Das kann's ja irgendwie auch nicht sein. Es spielt jeder gelb gefleckte Müllhaufen Hog Rider in der Challenge. Der spielt zumindest mal ein bisschen anderes Hogdeck. Und nicht nur so Walküren-Hog-Ranz. Oh Gott, die Pfeile. Jetzt kommt's. Ich habe Inferno. Ich bin ruhig. Wenigstens spielt der mal ein anderes Hogdeck und nicht immer diesen Hog-Walküren ran. Man merkt nicht, dass ich ein bisschen abgefuckt von den Decks hier bin. Du kriegst keinen Hit. Der spielt Holz und Sepp. Hog Rider, Valkyrie, Holz und Sepp. Der will aber auch eine Respektschelle. Ah, hab den Miner nicht angeklickt. Ich wollte gerade einen Miner setzen, aber okay, wenn er die Valkyrie eh so setzt. Ich nehme einen Defensiven. So. Okay, eine gute Sache hatte die Situation. Die Raketenschützin ist aus den hässlichen da rausgegangen. Aus dem Holz.
So, jetzt ist sie weg, aber ich habe ein neues Holz und ein Inferno. Und ein Eowizard, was für eine Flawless Defense reichen sollte. Wenn er jetzt die Raketenwerferin... Oh Gott, jetzt war's das. Das war's. Alter, als ob das noch so alles an den Turm geschoben wird. Erzähl das deiner Oma. Erzähl das deiner Oma, dass das da noch so hässlich hingeschoben wird. Und dann noch BM, Alter. So. Hoffentlich vorletzter Kampf der Challenge. Dass wir dabei hier in der Arena die ganze Zeit im Schweineberg kämpfen, macht's nicht besser. Ist vom Design her für mich eine der schlechtesten Arenen. Nach Arena 7. Ich höre immer, dass voll viele Arena 7 mögen vom Design. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Arena 7 ist so langweilig. Das glaubt einem keiner. Na, ich wollte sie durchlaufen lassen. Ja, ja, richtig verkackt, beide Mauerbrecher dran. Ich kämpfe zu selten gegen Mauerbrecher. Ich komme gegen die nie klar. Aber ich sag so, ich rechne mit einer Niederlage. BM müsste er jetzt nicht. Aber es ist was anderes. Es ist, wonach ich die ganze Zeit frage. Oh, Mega-Ritter, Widder-Reiterin, Mauerbrecher. Gefällt mir nicht wirklich. Lieber als Hog Rider, aber... Und ja, ich mag eigentlich nichts, was meine Gegner spielen. Aber immer noch besser als die Leute, die dann bei jedem Gegner sagen, ja, der hat ja einen Hardcounter. Er spielt keine Pfeile. Er spiegelt den Mega-Ritter, wirklich. Hätte ich nicht gemacht. Oh, bitte sag, du setzt Mauerbrecher dazu. Okay, dann so. Die Mauerbrecherin von ihm nervt halt schon wieder so sehr. Und der Mega-Ritter da auch. Oh Gott, er ist gerade ganz, ganz Abfall. Nein, das ist nicht gut für mich. Wir sind hier in einer knappen Situation, was den Lead betrifft. Das wird auf jeden Fall kein eindeutiges Match. Er nutzt seine Situation aber auch not bad aus, muss man ehrlich sagen. Ich hab halt nur einmal Pfeile. Oh nein, jetzt ist auch sein King Tower an. Ich bräuchte öfter Pfeile. Er spiegelt den Ewis. Er wird einen Mega Knight bringen. Oder auch ich. Die Mauerbrecher kann ich nicht nachvollziehen. Oh, Kacke. Dark Prince, Dark Prince. Nein!
als ob das die Entscheidung ist. Das war nicht gut. Als ob. Es wird freaking close. Das bringt ihm gar nichts. Die waren so schlecht, diese Gespiegelten. One. Was ein Kampf. Was ein Kampf. Mann, jetzt muss ich hier neu starten. Komplett scheiße. Warum gibt's mit dieser Karte eigentlich nur ekelhafte Decks? Kann mir das mal einer erklären? Ist die Karte so konzipiert, dass man die gar nicht nutzen kann in irgendwie guten Decks? In irgendwie menschlich nicht abstoßenden Decks? Ihr sagt ja auch selber, ich würde auch nicht gerade gern gegen mein Deck spielen, also. Oh, das war sehr gut für mich, glaube ich. Mein Day was. Na, ich krieg ihn nicht. Der Miner chippt schön rein. Komm bitte, den Kampf muss ich jetzt aber gewinnen. Der Miner chippt mehr als nur rein, das war ganz krass. Diesmal setze ich nicht noch eine Goblin Gang. Ich hätte vielleicht auch eine Goblin Gang und Pfeile noch dazu setzen können. Oh Gott, Hilfe, Sparky. Den habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Die Karte gibt's noch. Er wird einen Mega-Ritter dazu setzen. Ich sehe jetzt gerade erst, in welchem Clan mein Gegner ist. Klingt nach einem, man könnte sagen, geilen Clan. Er wird safe hier den hässlichen machen. Genau den hässlichen. Boah, aber wenn das für mich mal keine gute Situation war, dann weiß ich auch nicht weiter. Er spielt den Sparky. Was? Oh, scheiße. Der rennt einfach auf die andere Seite. Andererseits eben, wenn ich das so umsetze, ist das nicht schlecht für mich. Im Gegenteil. Predicten wir die Goblin Gang. Wir sind kurz davor, es für uns zu entscheiden. Ich lasse die da drüben jetzt machen, was sie will, die Olle. Okay, er hat verkackt. Tschüss. Gerissen. Wir haben's. Die Challenge ist geschafft. Jesus Christus.
Wenn jetzt während ich die letzten Uphold-It Video abschmiert, dann bin ich aber ganz bald raus. So, abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Das zeige ich vermutlich nicht.